Hallo liebe Leute von heute und willkommen zu meinem ersten Unboxing-Video. Nun habe ich mir immer gedacht, ich mache mal ein Unboxing-Video. Obwohl wir eigentlich nur Spiele hier spielen, aber ich wollte gerne mal meine neuen Schuhe mit euch teilen. Sogar, das sind die Supra S1W Lil Wayne Edition von Stevie Williams. Nun, Lil Wayne ist ein bekannter Rapper. Kennt ihr bestimmt alle schon und Stevie Williams ist ein bekannter Skateboarder in Amerika. Nun, fangen wir mal direkt an. Hier vorne steht die Größe und das Modell S1W Supra. Supra ist eine amerikanische Marke, wo ich sehr drauf stehe. Ich habe schon mehrere Schuhe von denen und sie gefallen mir sehr gut. So, dann fangen wir mal direkt an. Ist normal verpackt hier, wie halt normaler Schuh. Wollen wir aufmachen? Klappen wir mal so rum. Geht das besser für mich? Klappen wir so rum, machen wir das Papier auf, dann haben wir direkt eine Karte hier. Okay, die Karte, da steht Lil Wayne drauf, also ist ein Bild von Lil Wayne. Und dann unten steht Supra und wenn wir mal aufklappen, dann sind hier nochmal die Schuhe abgedruckt. Und dann steht hier auch alles darüber drin. Some get it down, some get it, don't, some don't. Hier steht... It's dope, said Lil Wayne about the collaboration. It's super dope. Stevie's a legend. So to even be involved in anything Stevie's doing is crazy. And to be a part of his shoe? Come on, man. The real red mid-top is constructed from a combination of premium red pig suit and red full-grain leather. Please enjoy your new signature Stevie Williams S1W by Lil Wayne. Das hört sich auf jeden Fall schon mal geil an. Und dann hinten haben wir nochmal Lil Wayne drauf. So, dann fangen wir mal direkt an. Klappen mal auf. Und da ist das schöne Stück schon. Wenn sie mal rausholen hier. Mal direkt wieder zuklappen. So, hier haben wir den Schuh. Sehr schöner Schuh. Sehr schön. So, das ist jetzt der rechte. Auf der Seite ist Supra eingedruckt. Dann haben wir hier an der Seite sowas wie Alcantara, rotes Alcantara. Und dann hier in den Stückchen so Leder. Nun, die sind auch gepolstert hier. Das sind, ihr habt mal gehört, irgendwas mit Basketball oder so. Oder was auch immer. Und die haben eine schöne Sohle. Sehr schön vorne rot, rote Bänder mit einem weißen Abgrund hier. Dann vorne steht Supra drauf. Und da steht dann drunter Stevie Williams. Auch sehr schön gemacht. Und bei dem anderen ist genau das gleiche. Hier ist auch wieder Supra eingedruckt. Das gleiche Material und vorne wieder in der Lippe das Schild. Und witzig ist, oder witzig, was Interessantes ist, unten in den Sohlen. Da steht zum Beispiel bei dem linken steht President und bei dem rechten steht Carter. Also President Carter, der vierte. Was ich finde, ist sehr interessant. Hinten hat man zwei Lappen zum Einziehen oder was auch immer. Ich kenne mich so gut nicht mit Schuhen aus. Aber ich weiß auf jeden Fall, wie ein schöner Schuh aussieht und wie er sich auch trägt. Also ich habe die hier persönlich noch nicht getragen. Die werde ich jetzt oder heute tragen und werde weiter dazu berichten. Und es sind sehr schöne Schuhe vom Aussehen und ich glaube auch vom Gefühl her kann ich die Schuhe nur empfehlen. Ich habe nur Gutes schon darüber gehört und ich freue mich richtig, die auszuprobieren und richtig da drin laufen zu können. Also, das war alles über meinen Schuh. Der Schuh kriegt 5 Sterne von mir, 5 Joey-Sterne. Und ich kann den Schuh wirklich nur weiterempfehlen und die Firma Supra auch. Edelfirma, super geil. Kaufe ich immer wieder gerne. Und ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt bei meinem allerersten Unboxing-Video. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und zum nächsten Mal bei meinem Unboxing-Video.